Unser Kollege Martin Sonneborn, der ist ja auch im Grunde so ein Visionär. Der hat ja, das wissen Sie wahrscheinlich schon vor Jahren, für die Heute-Show Google Home View erfunden. Das war damals als Witz gemeint. Ja, ich meine, klar, das kann ja keiner ahnen, dass die NSA uns wirklich ins Schlafzimmer spannt. Doch trotz aller amerikanischen Bemühungen gibt es offenbar immer noch gefährliche Sicherheitslücken. Nicht mehr lange, Freunde. Ronald Pufalla, der Butler von Angela Merkel, hat die NSA-Affäre kurzerhand für beendet erklärt, damit die Geheimdienste endlich wieder in Ruhe arbeiten können. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich jeder Bürger schon mitbekommen hat. Deshalb werden wir jetzt mal die Bevölkerung informieren über Pufallas Endsieg gegen das Böse. Guten Tag, Sonneborn vom Kanzleramt. Bitte? Kanzleramtsminister Pufalla schickt Ihnen ein paar Würste, um sich zu entschuldigen für die Totalüberwachung, NSA-Datenaffäre. Christian? Die NSA-Totalüberwachung ist jetzt beendet. Ja. Und dafür, dass es die gab überhaupt, möchten wir uns entschuldigen mit ein paar Würsten. Nehmt das nicht entgegen, weil ich die Entschuldigung nicht ernst finde und ich glaube kein Wort davon. Alle Kenntnisse, die wir über die Medien bekommen haben, sagen uns, wir werden ausgeforscht bis zum Letzten. Ich wusste doch zum Beispiel nicht, dass Sie im Unterhemd hier sind. Ja, das geht Sie ja auch nicht an, wie ich in meiner Wohnung bin. Wiedersehen. Was sollen wir denn Herrn Pufalla sagen? Während hat uns Pufalla nicht gesagt, die Sache wäre beendet? Wir sind vom Pufalla, das wird alles beendet, Team. Das kommt weg hier. Ist mir egal. Ich wohne hier. Ich weiß, das sind die Überwachungskisten. Überwachungskisten sind Totalüberwachung. Was? Wussten Sie nicht? Nee. Es hört auf jetzt alles. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Wollen Sie eine Wurst mitnehmen? Also, wahrscheinlich wird weiter abgehört. Also jetzt kann uns niemand hören. Ich würde auch empfehlen, dass Sie einfach, wenn Sie was Wichtiges zu besprechen haben, in die Badewanne gehen. Was? Das Bild hängt schief? Ja, sowas. Also hinter Bilder, die schief hängen, würde ich immer gucken, wenn ich nach Hause komme. Stört Sie denn diese Überwachung überhaupt nicht? Das ist doch erst der Anfang. Sie meinen der Anfang für den Überwachungsstaat? Ja, genau. Ja, irgendwo müssen wir ja auch als Normalbürger geschützt werden, ja? Zum Beispiel vor Terrorismus. Ja. Während Kammer, sagen Sie, würde es Sie stören, wenn wir diese kleine unauffällige Kamera hier positionieren im Regal? Können wir machen? Man gewöhnt sich ganz schnell dran. Wir würden es dann einfach hier, vielleicht hier so. Die leitet die Bilder denn zu Ihnen hin, oder wie ist das? Ja. Ins Kanzleramt und dann zur NSA. Wo sitzen Sie denn meistens, dass Sie sie im Blick haben? Auf dem Sofa hinten oder hier mehr am Tisch? Das möchte ich nicht, ja, ganz ehrlich. Wir können Sie ja ausschalten. Fanden Sie denn die DDR-Überwachung gerechtfertigter als die heute? Nein. Und ist die Überwachung heute gerechtfertigt? Nein. In bestimmten Punkten ja. Gut, dann haben Sie vielen Dank. Das betrifft ja alle. Und wenn Sie was Sensibles zu erzählen haben, einfach ins Badezimmer gehen, beide Hähne aufdrehen, dann können Sie reden. Meinen Sie, hier ist noch so eine Wanze? Ein, zwei? Ja, irgendwas muss ja. Das ist ja schrecklich. Ja, sein. Und damit ist die Pufalla beendet Tour beendet. Wir gehen zurück ins Studio nach Köln. Martin Sonneborn leistet freiwillige Amtshilfe für Kanzleramtsminister Pufalla. Unentgeltlich.